Hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen. Ja, neuer Part hier irgendwie, neue Folge könnte man sagen. Ich muss gestehen, direkt am Anfang, ich habe in der letzten Folge oder beim letzten Part ja schon hart gefailt, muss man sagen. Natürlich ist das nicht die Folge 1 gewesen, sondern die Folge 0, wie es sich für einen Prolog natürlich gehört. Und ja, deswegen habe ich das auch umbenannt. Deswegen ist das jetzt hier auch die Folge 1. Das, was wir ja gestern gesehen haben, ist also die Folge 0. Und ja, jetzt sind wir aber Folge 1. Ich wollte im Übrigen direkt am Anfang mal sagen, vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ja, ich hab mir so gedacht, als ich heute von der Uni gekommen bin, was, keine Ahnung, auch recht spät war, irgendwie halb sechs oder viertel nach fünf oder sowas, habe ich mir so gedacht, ja, guck's mal, was macht denn der Part? Und ey, ihr habt ja so viele Kommentare geschrieben und so viele Bewertungen. Damit hätte ich echt nicht gerechnet, dass so viele sagen, ey, yo, da ist er ja wieder. Ich habe gedacht so, ja, okay, ist gut, er ist wieder da, aber ja, erzähl uns was Neues. So, ne? Also vielen, vielen Dank, Leute. Ich hoffe, das bleibt in Zukunft auch so. Also wenn ihr Bock habt, irgendwie mitzumachen hier, könnt ihr gerne tun. Per Likes oder Kommentare, gerade Kommentare. Ja, finde ich sehr geil. Ich habe viele Vorschläge ja von euch bekommen. Werde ich auch viele Sachen von ansprechen. Da waren echt sehr interessante Dinge, muss man auch sagen, waren dabei. Oh, das nehmen wir uns mit. Sehr, sehr interessante Themenvorschläge habt ihr da gebracht. Und da möchte ich eigentlich auch auf alle eingehen und ganz viele eigentlich auch alles jetzt machen. Aber das geht jetzt nicht, weil das würde den Rahmen maßlos sprengen. Deswegen habe ich mir gedacht, werden wir einfach das halt wirklich so nach und nach machen. Also heute habe ich mir gedacht, rede ich so ein bisschen über das, was ich in den letzten 2 Monaten gemacht habe. Das wollten ja viele wissen und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen interessant. Und dann werde ich morgen, wenn ich das schaffe aufzunehmen, das weiß ich nicht, also es kommt immer drauf an, wie ich es schaffe. Ja, wie die Zeit ist, also keine Ahnung. Ich habe keinen Plan für das Format hier. Ich weiß nicht, wie oft das kommt. Das kommt, wenn es kommt. Also ich habe vor, dass es relativ oft kommt, aber ich weiß es nicht. Muss ich gucken. Auf jeden Fall machen wir dann irgendwie das nächste Mal. Nehmen wir uns dann eins dieser Themen vor, die oft etwas philosophischerer Natur sind. Und heute machen wir ein bisschen Geschichten, würde ich sagen. Okay, also 2 Monate Abstinenz. Der ein oder andere mag es mir überhaupt gar nicht glauben, weil er denkt, der CT hat ja die ganze Zeit hochgeladen. Der war doch gar nicht weg. Und ich habe auch in den Kommentaren im Nachhinein, wenn ich die so lese, immer mal wieder mitgekriegt. Irgendwie so, ja, irgendwie ich glaube, viele von euch wussten gar nicht, dass ich weg bin. Also klar, die Leute, die mich länger kennen und so, die wussten das, aber die Leute, die vielleicht neu abonniert hatten, die haben überhaupt gar nichts mitgekriegt. Die wussten gar nicht, dass ich im Grunde nicht da bin gerade, dass ich im Urlaub bin oder nicht aktiv oder inaktiv oder keine Ahnung, wo auch immer ich war. Das könnt ihr euch selber aussuchen. Ja gut, ich war aber 2 Monate, ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe vor dem Oktober, wir haben Oktober. Vor dem Oktober, so ein paar Tage vor Schluss vom September, habe ich alles aufgenommen gehabt und habe dann nur noch hochgeladen. Und ja, habe alles auf automatische Veröffentlichung gestellt, so dass ich jetzt also auch gar nichts mehr machen brauchte. Und das hat er dann auch alles alleine gemacht. Und ich habe wirklich in diesen 2 Monaten, bis eben vor ein paar Tagen, wo ich Mario Kart mal wieder hochgeladen habe, außer den Streams, die ich samstags gemacht habe, obwohl in letzter Zeit ja auch samstags kein Stream mehr war, habe ich nichts gemacht für YouTube. Wirklich nichts habe ich da gemacht, ja. Ich habe ab und zu mal geguckt irgendwie so, was so los ist. Irgendwie die E-Mails habe ich immer gelesen, klar, weil E-Mails sollte man schon lesen, würde ich mal behaupten. Das ist ja nicht nur auf YouTube bezogen wichtig, E-Mails zu lesen, sondern auch generell sollte man E-Mails ja schon mal lesen. Ja, aber ansonsten habe ich da wirklich gar nichts gemacht, was YouTube irgendwie angeht. Weil ich einfach auch mal, ich wollte mal wieder was Neues machen, ja. Ich habe irgendwie früher 4 Stunden am Tag mit YouTube verbracht. Wenn man sich das mal überlegt, 4 Stunden am Tag, das sind irgendwie so an die 28 bis 30 Stunden in der Woche, die man dann verbringt. Andere Leute verbringen mit 30 bis 40 Stunden im Monat, ja, verbringen die ihre Zeit im Nebenjob, ja. Und die ganze YouTube-Sache wirft nicht mehr als einen Nebenjob ab. Im Gegenteil, sogar noch viel, viel weniger bei mir zumindest, weil ich nicht so die fetten Aufrufe im Moment habe. Ja, das wirft sehr, sehr wenig ab bei mir momentan. Das heißt irgendwie, ja, man verbringt da schon sehr viel Zeit mit. Und wenn dann diese 30 Stunden in der Woche irgendwie auf einmal weg sind, ja, die sind nicht die fehlen, sondern die sind mehr da, dann ist das schon echt was anderes. Und ich muss sagen, Anfang Oktober hat ja auch die Uni begonnen. Das heißt, da wollte ich eh mal gucken, wie das mit dem Zeitmanagement ist. Ich wollte mal ein bisschen was Neues wieder machen. Bin noch mehr ins Japanische eingetaucht. Jetzt sogar noch viel mehr, als ich überhaupt jemals schon drin war, bin ich jetzt nochmal eingetaucht. Warum, werde ich euch gleich auch erzählen. Aber, ja,
so sieht's aus. Und dann habe ich wirklich diese 2 Monate nichts gemacht. Habe das einfach mal eine Pause gemacht, wirklich. Wirklich, habe mich auch gar nicht mit anderen YouTubern groß befasst. Habe vielleicht mal bei Rocket Beans irgendwie ein bisschen was geguckt oder so. Aber ansonsten auch nichts geguckt, sondern eher Musik gehört. Ja, und ich muss sagen, deswegen habe ich auch nicht mitgekriegt, was mit Google Plus abging. Ja, überhaupt nicht. Ich habe ich ja schon erzählt, ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe mich nur irgendwann gewundert, warum hast du keine Kommentar-E-Mails mehr bei den E-Mails dabei? Was ist denn da los? Schreiben die Leute keine Kommentare mehr oder was? Und dann habe ich geguckt unter den Videos, da standen aber dann doch Kommentare. Dann habe ich mir gedacht, ist ja bestimmt wieder buggy oder so, ne? Und dann habe ich jetzt, als ich dann mal wieder ein bisschen aktiver geguckt habe, was überhaupt abgeht, habe ich gerafft, ach so, Google Plus wurde integriert. Jetzt kriegst du alles über Google Plus. Du brauchst also doch mal Google Plus, TT. Ja, und als ich das dann begriffen habe, war mir auch klar, warum ich keine Kommentar-E-Mails mehr bekommen habe. So sieht's nämlich aus, Freunde. Naja gut, also das habe ich alles echt nicht mitgekriegt. Bis ich dann eben... Oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Habe ich also alles wirklich nicht mitbekommen. Bis eben vor ein paar Tagen. Da habe ich es dann auch alles mitbekommen. Aber ich muss sagen, es war wirklich eine sehr interessante Zeit. Mal wirklich komplett ohne irgendwie YouTube, ohne sich Gedanken über irgendwelche Videos machen zu müssen. Oder auch generell zu machen. Weil irgendwann entwickelt man da schon so eine Art... Na, wie soll man das sagen? So eine Art Zwangsgedanken. Ja, ich muss ein Video heute bringen. Ich muss ein Video bringen. Was bringe ich denn heute, ja? Man setzt sich selber unter Druck. Man macht sich zum eigenen Sklaven irgendwie. Obwohl man das ja gar nicht will. Also ich meine, wer will schon sein eigener Sklave sein? Das will ja eigentlich keiner. Aber man macht es, ja? Und das schränkt natürlich auch irgendwie die Kreativität sehr ein. Wenn ich irgendwie frei bin, wenn ich mich nicht als Sklave fühle, sondern das mache, wo ich Lust drauf habe, dann kommen mir natürlich spontane Ideen, die setze ich dann schnell um und dann lade ich das hoch oder mach das einfach. Aber wenn du so einen Zwanggedanken irgendwann entwickelst und dir sagst, oh, jetzt muss ich aber ein Video bringen oder jetzt muss ich aber das irgendwie noch machen oder das, dann, naja, wie soll man sagen, dann fehlt da, also diese Kreativität nimmt total ab dann. Ja, dann hast du auch gar nicht mehr irgendwie so die Ideen. Jetzt so nach 2 Monaten vollkommener Pause habe ich mal wieder Ideen. Ich habe auch schon eine neue Blind-Zocken-Sache entwickelt, also zumindest ideenmäßig im Kopf. Natürlich ist es, also das kann ich euch schon mal verraten, es ist natürlich wie immer eine Idee, die von mir kommt. Und wenn immer eine, also egal wann eine Idee von mir kommt, ja, aber wenn sie von mir kommt, die Idee, dann kann man auch damit rechnen, dass sie nicht unbedingt irgendwie was ist, naja, wie soll man sagen, nicht bekloppt ist. Also es ist wieder bekloppt und es werden auch etliche Leute wieder sagen, sowas kannst du, das kannst du doch nicht machen, aber ich kann das machen. Ich zeige euch auch noch, wie das geht. Aber das mach mal, das werdet ihr sehen. Vielleicht am Wochenende kommt das schon. Mal gucken. Naja, auf jeden Fall macht man sich da so ein bisschen zum eigenen Sklaven. Und diese Freiheit, das eben nicht mehr zu machen, das hat unglaublich gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, die Uni hat auch angefangen Anfang Oktober und da wollte ich eh mal gucken, wie läuft das denn mit der Zeit, wie viel Zeit habe ich dann überhaupt noch und habe ich dann überhaupt noch Lust irgendwie auf YouTube. Ja, und dann hat die Uni angefangen und ich muss sagen, die erste Uni-Woche, also ich habe ja Physik, habe mich für Physik eingeschrieben und für modernes Japan. So, jetzt ist modernes Japan ein Kernfachstudiengang, das heißt, man muss noch ein Ergänzungsfach nehmen, da habe ich Philosophie genommen, habe aber in dem ersten Semester jetzt keine Philosophie-Kurse, Seminare, Module belegt, da ich mir gedacht habe, ja, ich mache erstmal Physik und das Kernfach dann, also modernes Japan, und die Philosophie-Kurse nehme ich hinterher dann eben noch dazu. So, klappt theoretisch auch alles, soweit ich... Ah, Moment, wo war das denn? Ach so, ja. Stimmt, ich erinnere mich. Klappt soweit auch alles ganz gut, oder theoretisch hat es alles ganz gut geklappt. Und ich wollte erstmal gucken halt, wie ist die Zeit, ne? Dann habe ich angefangen, die erste Woche war locker, weil noch viel ausgefallen ist und viel erstmal so Einführungsveranstaltungen waren, die unfassbar langweilig waren. Also ich habe selten so langweilige Einführungsveranstaltungen gehört und gesehen wie dort. Also das ging wirklich gar nicht. Da hast du lang und breit erklärt bekommen, wie du dich im Internet anmeldest sozusagen. Also wie, ne, oder dass du Internet brauchst, wurde dir erklärt. Oder die wurde erklärt, wie du eine Uni-Website findest oder so. Also es war furchtbar. Es war wirklich für die absoluten Analphabeten, die wirklich nichts... Also ich meine, wenn man es geschafft hat, sich übers Internet einzuschreiben, ey, dann hat man auch geschafft, die Website zu finden, würde ich behaupten. Aber okay. Also es waren die absoluten Basics, die da erstmal irgendwie vermittelt wurden.
Und was wollte ich sagen? Das war langweilig und dann ging es aber richtig los, ja? Also mit Physik, ich hatte zwei Physikmodule, habe ich genommen. Und zwei Physikmodule, ich hatte den Sprachkurs und man muss in modernem Japan MRG nehmen, Modul Regionalwissenschaftliche Grundlagen. Normalerweise soll man das, also sie empfehlen das auf zwei Semester aufzuteilen. Da ist einmal ein Kulturseminar dabei, ein Gesellschaftsseminar und ein Geschichtsseminar. Alles natürlich bezogen auf Japan. So, und diese drei Sachen, die empfehlen sie halt innerhalb von zwei Semestern zu nehmen. Und naja, das wusste ich nicht, dass man die innerhalb von zwei Semestern nehmen kann. Also bin ich davon ausgegangen, ich muss alles im ersten nehmen. Und da habe ich natürlich auch dann alles im ersten genommen. Und dann brauche ich noch ein semesterbegleitendes Tutorium, habe ich. Und ich habe, was habe ich noch? Ich habe Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, habe ich auch noch. Habe ich noch irgendwas? Zwei Physikmodule. Das war mathematische Methoden der Physik und Optik. Habe ich noch irgendwas? Ich habe Gesellschaft. Ich habe Sprachkurs. Sprachkurs ist unterteilt in drei Unterkurse sozusagen. Jeden Tag anderthalb Stunden Sprachkurs hat man. Naja, also eine ganze Menge, die da irgendwie vorhanden ist. Wie ihr ja seht. Und dann gibt es noch Übungen zu den Physiksachen. Und am Anfang lief alles gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Zeit war überhaupt nicht da. Ja, also ich war jeden Morgen, hatte ich um 8:30 hat es angefangen. Ich musste wann stehe ich auf? Um 6:20 muss ich aufstehen. Da ich früh die Bahn nehmen muss, da man hier leider, wie wahrscheinlich in weiten Teilen Deutschlands, nie weiß, wann die Bahn wie und warum überhaupt nicht kommt oder kommt. Und zudem habe ich ja zwei Schwestern, die müssen sich auch irgendwie im Bad fertig machen und so weiter und so fort. Und dann musste man sich arrangieren und ja, deswegen um 6:20 aufstehen. Und dann war ich meistens auch erst um 5:00, 6:00 wieder da. Zwei Tage die Woche habe ich bis 6 sogar. Da bin ich dann erst irgendwie um 7 da. Und so ging das dann jeden Tag. Und am Wochenende, Samstag und Sonntag, hing ich dann schön an den Physikaufgaben, die auch nicht ganz einfach. Was heißt, ja, die waren nicht schwer, aber halt zeitaufwendig. Also es hat viel Zeit gekostet, die irgendwie zu machen. Na gut, und so sah dann die Woche also aus, ja. Montags bis freitags, außer freitags. Freitags habe ich nur einen Kurs und da war ich dann aber immer noch Bridge spielen. Und ich hatte noch Tandem, das muss man auch sagen. Ich habe noch ganz viel Tandem gehabt. Ich habe irgendwie so vier, zu Spitzenzeiten war viermal die Woche Tandem. Aber da können jetzt viele von nicht mehr, weil bei denen von der Arbeit her sich was geändert hat, so dass sie nicht mehr können. Deswegen ist das jetzt auch ein bisschen entspannter. Schade, natürlich schade für mich, aber was soll's. Nun gut, und das heißt, die Woche war voll. Also da hatte ich auch noch nicht mal Zeit, irgendwie an YouTube zu denken, ja. Also da hast du keine Zeit, wenn du den ganzen Tag da irgendwie unterwegs bist. Und da hast du auch keinen Bock mehr abends, ja. Wenn du dann da irgendwie nach Hause kommst und dann denkst du so, ja, eigentlich musst du um 9:30 pennen gehen, damit du morgens überhaupt, damit du auch noch klar bei Sinnen bist. Und dann musst du ja irgendwie zwischendrin auch noch die Hausaufgaben vom Japanischen auch noch erledigen. Da gibt es nämlich auch Hausaufgaben, da musst du dann Aufsätze schreiben und so. Ja, und dann willst du ja eigentlich auch noch ein bisschen mehr Japanisch lernen, weil eigentlich bist du ja schon viel weiter als das, was die in der Uni da machen. Ja, und so geht die Zeit dann eben weg. So bleibt am Ende nicht mehr viel Zeit übrig. Naja, aber da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen was geändert. Denn das war mir dann auch zu viel Zeit, die wegging. Ja, also das habe ich, wie gesagt, das habe ich 5 Wochen habe ich das so gemacht. Und nach 5 Wochen war mir dann klar, okay, Titi, da müssen wir nochmal drüber reden. Da muss ein bisschen was ändern, das geht nicht. Ich meine, ihr könnt euch das ja vorstellen. Man braucht ja auch irgendwie mal Zeit, in der man in der man nichts macht. Ja? Also man braucht ja auch mal Zeit, in der man irgendwie ein bisschen für sich nachdenkt oder in der man halt mal eine Runde zockt oder mal eine Runde Sport treibt. Tischtennisspiele hatte ich im Übrigen auch noch, das will man auch mal dazu sagen. Ja? Also die Zeit braucht man ja auch und die war bei mir überhaupt nicht da. Also ich habe wirklich die ganze Zeit gearbeitet in dem Sinne oder mich gedanklich mit irgendetwas beschäftigt und zwar mit irgendetwas lernmäßigem Inhalt, irgendwas so, dass ich auch was behalten musste, also nicht dieses, ich beschäftige mich jetzt gedanklich mit dem Thema, was mache ich nächste Woche, so, das ist ja ein Thema, das strengt den Kopf ja nicht wirklich an, ne, dass ich meine, da denkst du halt kurz drüber nach, irgendwie so, aber das ist ja nichts, da brauchst du dich jetzt nicht übermäßig konzentrieren oder sonst irgendwas.
So, und wenn natürlich gar keine Entspannungszeit da ist, dann ist das schon echt übel, ja. Also ich habe nichts dagegen, viel zu arbeiten, das mache ich gerne. Ich arbeite auch viel und lerne auch viel und so, das ist kein Problem. Aber das war zu viel, ja, das war selbst für mich zu viel. Und ich übertreibe normalerweise schon immer, das muss man, ne, wenn es selbst schon da ist, schon schwierig dann. Nun gut, also habe ich überlegt, zudem war ich auch nicht ganz zufrieden mit dem Studium, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Sprachkurse sind super, ja. Da gibt es überhaupt nichts, das machen 3, 4 Japaner, Muttersprachler, ein Deutscher auch, der Typ weiß alles über die Grammatik, das ist unfassbar. Und der hat Kanji-Merkhilfen, das ist unfassbar, der Typ. Also für die Leute, die nichts mit Kanjis anfangen können, Kanji sind halt eben die verschiedenen Zeichen der japanischen Sprache, die komplexeren Zeichen, so könnte man sagen. Und davon gibt es halt 2000, die man sich irgendwie merken muss. Und naja, er hat da so Geschichten zu, ja, wie man sich die besser merken kann. Und da kommt dann wirklich so, er kommt dann damit so Geschichten wie Arnold Schwarzenegger gräbt tief in der Erde nach Gold und sowas, ja. Und da kannst du dir dann die Schreibweise der Zeichen mitmerken. Es ist echt, es ist teilweise, es ist unfassbar. Es ist, da könnte man eigentlich eine, der Typ, der könnte eine eigene YouTube-Serie mit seinen Merkhilfen aufmachen. Ich sag euch, das wäre der Hit. Das wäre so gut einfach. Nun gut, ja. Also, das dazu. Das macht Spaß, die Kulturseminare, das Geschichtsseminar und das Gesellschaftsseminar interessiert mich auch total. Da habe ich mir auch direkt Bücher geholt und lese die gerade durch und arbeite die durch, um das alles zu behalten, weil da muss man ja auch eine Abschlussklausur drin schreiben. Nun gut, na, also das hat alles Spaß gemacht. Okay, wissenschaftliches Arbeiten macht mir jetzt nicht ganz so Spaß, denn das ist diese, also Zitierregeln und all so ein Quatsch. Das ist halt viel formales Zeug, das ist halt irgendwie nicht so meins. Aber okay, das muss man halt tun und machen, da kann man sich auch nicht gegen wehren. Naja gut, aber dann habe ich halt überlegt, okay, was willst du denn, ich meine, was willst du denn rausschmeißen? Also mir war klar, irgendwas muss ich rausschmeißen, ja, denn das war einfach zu viel. Und naja, dann bin ich meinen Interessen nachgegangen und habe Physik rausgeschmissen. Und jetzt denken sich viele von euch wahrscheinlich, warum hat er das getan? Er hat sich doch für Physik interessiert oder er interessiert sich doch für Physik. Und ja, da muss man dann sagen, natürlich interessiere ich mich für Physik und ich interessiere mich auch immer noch für Physik, aber es gibt einen Unterschied zwischen Interesse und Interesse, ja. Und das Problem an der Sache ist einfach, dass ich mich zwar für Physik interessiere, aber man für ein Physikstudium, da reicht, naja, vielleicht, da reicht Interesse aus, wenn ihr Lust habt, naja, Moment, wie soll man das sagen? Also Interesse reicht schon aus, aber es ist eine Quälerei mit nur Interesse. Sagen wir es mal so. Wenn ihr nur Interesse habt und nicht besonders Interesse habt, dann ist es eine Quälerei. Ja, und ich habe Interesse, aber momentan nicht besonders Interesse an Physik. So, und das heißt, im Grunde habe ich mich, die 5 Wochen, in denen ich das durchgezogen habe mit den ganzen Übungsaufgaben, habe ich mich da wirklich durchgequält, ja. Immer wenn ich die Übungsaufgaben gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, nee, weißt du, und dann ist es ja wirklich so, du rennst wirklich in Physik hinterher. Du kriegst am Freitag dein Arbeitsblatt in der Optik und musst das bis nächsten Freitag fertig haben. Und wenn du das dann schön fertig hast, dein Arbeitsblatt, und du denkst, boah, geil, jetzt habe ich es abgegeben, dann wartet schon wieder das nächste Übungsblatt auf dich, was natürlich auch wieder bearbeitet werden muss. Und weil du in der Woche keine Zeit hast, weil du jeden Tag irgendwie bis um 19 Uhr erst nach Hause kommst und um kurz vor 7 aus dem Haus gehst, ja, und natürlich auch irgendwie nochmal leben möchtest und mit dir selbst klarkommen willst, hast du natürlich auch in der Woche dann eben keine Zeit und musst die ganze Scheiße am Wochenende machen, das heißt, ein Wochenende hast du auch nicht, ja, und es ist also alles voll. Nun gut, und dann habe ich halt überlegt, mir hat Physik immer Spaß gemacht, ich habe es ja auch schon mal studiert, also den Arbeitsaufwand, ich wusste, was der Arbeitsaufwand ist, es ist nicht so, dass ich den Arbeitsaufwand nicht kannte. Und, naja, dann habe ich halt überlegt, kannst du das hinkriegen, ja, interessiert dich das wirklich so stark, dass du der Meinung bist, du kannst das machen, und da ist dann als Antwort rausgekommen, nein, das ist nicht so. Ja, ich habe, also wenn ich was studiere, dann muss ich dafür absolutes Interesse haben, ich muss die Dinge verstehen wollen, ich muss das so verstehen wollen, dass ich es bis aufs Letzte verstehen will. Wisst ihr, was ich meine?
Und das ist in der Physik momentan nicht gegeben. Ich hab momentan nicht diesen Ehrgeiz, die Dinge bis aufs Letzte zu erkunden und zu ergründen und die Aufgaben wirklich zu verstehen. Das heißt, ich mache die Aufgaben dann zwar, aber im Grunde vergesse ich das ganz schnell schon wieder, was man da machen musste, weil es mich nicht wirklich interessiert. Ja, zumal man muss auch sagen, dass natürlich die Uni-Physik, also das ist natürlich... Wenn man so in der Schule Physik hat, denkt man sich auch, toll, das sind Experimente, obwohl ich Experimente gar nicht so mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man dann in die Uni kommt, dann, ne, also, mir war das vorher klar, ich war ja schon mal da, ich wusste das vorher schon. Aber mir war das im Grunde, ich glaube, mir war das vorher auch schon klar, dass es mich nicht mehr so interessiert, weil, wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe mich in Abi-Zeiten, habe ich mich auch unfassbar schon durch die Physik-Sachen gequält, im Grunde, ja, und habe da auch irgendwie nie Bock drauf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie war, ist das Absurde. Ich war immer am besten in Physik, ja. Physik war immer mein bestes Fach, aber irgendwie war es halt nicht so, naja. Ja, und da habe ich mich schon unfassbar gequält. Und was wollte ich sagen? Ja, auf jeden Fall habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und im Grunde das, was ich aussagen wollte am Ende, ist, ja, dass ich mich dann dazu entschieden habe, okay, das macht mir im Moment eben nicht so viel Spaß. Ich kann mich da gerade nicht hintersetzen und hinterklemmen und die Aufgaben wirklich so machen, als dass ich eine Prüfung vernünftig schreiben will. Weil wenn ich eine Prüfung schreibe, dann will ich die auch vernünftig schreiben. Dann will ich eine vernünftige Note haben und dann will ich da auch eine vernünftige Leistung erbringen. Das merke ich aber im Moment, das kann ich nicht. Weil es mich nicht ausreichend interessiert, um richtig zu übertreiben in der Sache. Ne? Und wie gesagt, ich bin halt der Meinung, wenn man was macht, dann muss man das richtig machen. So, also bin ich zu dem Schluss gekommen, nichts mit Physik im Moment und ja, deswegen mache ich momentan auch keine Physik und deswegen habe ich momentan auch wieder wesentlich mehr Zeit, da eben zwei Physikmodule wegfallen. Das sind in der Woche so gut an die, sagen wir mal, zwischen 17 und 20 Stunden, die da mehr Zeit sind jetzt wieder in der Woche. Und das ist eine Menge. Also, ne? Ja, das, ich weiß, die Pille hat viel gebracht. Das ist echt eine Menge, wenn man sich das mal überlegt. Das ist nicht wenig, ne? Ja, und die Zeit brauche ich aber auch. Dafür habe ich dann aber gesagt, okay, was kannst du machen? Ich habe jetzt natürlich kein Nebenfach gewählt im modernen Japan. Dafür habe ich aber bei den MRG-Modulen, die nicht auf 2 Semester gestreckt, sondern auf 1. Das heißt, ich kann nächstes Semester 1 vom Nebenfach mehr nehmen, was ich eigentlich im ersten hätte nehmen sollen. Ja, und dann bin ich da auch wieder in der Regelstudienzeit drin. Und dann werde ich jetzt modernes Japan wohl weiter studieren. Und das dann auch höchstwahrscheinlich zu einem guten, wie ich hoffe, Abschluss bringen. Da mich das viel, viel mehr interessiert momentan, ja. Also ich meine, ich saß in den Physikdingern dann auch mit dem Japanisch-Buch und habe Japanisch gelernt. Und ich meine, irgendwann muss einem dann auch mal auffallen, dass das irgendwie, naja, dass das einen Grund hat, warum man das gerade macht. Ja, und deswegen werde ich mich jetzt vollkommen auf Japanisch konzentrieren. Ich werde noch mehr in Japanisch ausrasten als eh, weil ich ja jetzt noch mehr Zeit habe. Werde mich da mehr reinknien, werde versuchen, vielleicht irgendwie sogar gewisse Kurse schneller abzuschließen, als es geht. Oder gewisse Kurse noch dazuzunehmen dann, die man eigentlich erst später machen kann oder so. Also werde versuchen, das Studium so gut und so schnell wie möglich abzuschließen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was macht man damit, ne? Das ist natürlich immer eine beliebte Frage, was macht man mit modernem Japan, das weiß irgendwie kaum einer. Naja, da kannst du halt auch keine Ahnung was mitmachen, das weiß ich auch nicht. Nee, was, also man kann im Grunde viel damit machen, man kann irgendwo in die Wirtschaft gehen, man kann in einem Anime-Unternehmen, in einem Manga-Unternehmen, da gibt es welche, die da arbeiten, man kann aber auch in, keine Ahnung, in, ja, du kannst in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten, du kannst in Japan als Deutschlehrer auch arbeiten, je nachdem, wie du dein Nebenfach wählst oder auch als vielleicht irgendwie Manager in irgendwelchen Bereichen oder sonst irgendwas. Also man kann auch schon damit relativ viel machen. Es ist natürlich jetzt, ist ein relativ neuer Studiengang, sage ich mal, ist 20 Jahre alt oder so oder ein bisschen älter vielleicht. Naja, und deswegen sind halt die Einsatzbereiche sind nicht so klar definiert. Beim Physiker auch nicht, aber beim Physiker ist es klar, dass du einen guten Job bekommen wirst, wenn du nicht schlecht bist.
Ist natürlich vielleicht von der Joblage her und vom Arbeitsmarkt her nicht ganz so eine kluge Entscheidung, dann modernes Japan zu machen, wenn man auch Physik machen könnte. Denn, das muss man dazu sagen, es ist nicht so, dass Physik zu schwer gewesen wäre, ne? Also, das nicht. Also, es, ne, manche brechen es vielleicht ab, weil sie sagen, das ist mir zu schwer. Nein, das also nicht. Es ist mir nicht zu schwer. Ich habe kein Problem in den Aufgaben gehabt, aber es interessiert mich halt nicht genug, um zu sagen, ich kann da richtig gute Leistungen erbringen und also ich bin da zufrieden mit. Ne, dazu reicht es halt nicht aus momentan. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, das eben jetzt erstmal abzusägen und mich voll auf die Japan-Sache zu konzentrieren. Das ist natürlich irgendwie schon, also einer der großen Gedankenprozesse, die irgendwie jetzt auch in den 2 Monaten dann passiert sind. Denn das muss man sich mal überlegen. Ich habe keine Ahnung, seit 4, 5 Jahren will ich Physik machen, bin immer interessiert, habe mir viel auch selber beigebracht und so weiter und so fort. Das werde ich im Übrigen auch weitermachen. Also wenn ich Bock habe auf Physik, dann bringe ich mir das selber bei, ja. Das ist, also die Sachen, die man da macht, klar, das ist in der Uni schon viel besser, aber gerade die mathematischen Grundlagen und so, da habe ich Interesse dran auch noch weiterhin und das bringe ich mir dann eben selber bei. Da gibt es ja auch genug Bücher und, naja, bei den meisten Professoren, die da gerade in der Mathematik so rumschwirren, muss man auch ganz ehrlich sagen, ob du nun da bist oder nicht, ist eigentlich scheißegal, denn die Typen können das eh nicht erklären. Also, ich meine, es ist ganz einfach so, ja. Du sitzt dann da und er erzählt dir irgendwas und im Grunde verstehst du nichts, weil er nur das anschreibt, was er auf seinem Zettel da stehen hat, weigert sich aber, das Skript hochzuladen, weil er meint, beim Abschreiben würde man schon lernen. Ja, natürlich lerne ich beim Abschreiben ein bisschen, wenn ich aber allerdings die ganze Zeit der Vorlesung damit beschäftigt bin, abzuschreiben, weil das Tempo, in dem man anschreibt, überhaupt nicht schnell ist oder so. Ich meine, dann kann ich ja gar nicht darüber nachdenken, was ich gerade aufschreibe. Und ich glaube nicht, dass der Lerneffekt dann sonderlich groß ist, wenn ich nicht gerade viel darüber nachdenken kann, was ich denn da gerade aufschreibe. Aber okay. Ja, das ist einer der großen Sachen, wird wahrscheinlich auch den ein oder anderen von euch sehr überraschen. Aber es kann auch sein, dass ich in dem Jahr sage, ich mache doch wieder Physik. Das ist ja das Schöne. Ich kann, wenn ich Bock habe, doch wieder Physik zu machen und mit modernem Japan irgendwie schon so weit durch bin, dann kann ich eben sagen, ja, mache ich doch Physik. Ist kein Problem. Ist ein Studiengang ohne NC, das heißt, da kann ich jederzeit anfangen oder, ne, wie ich will, kann ich das machen. Und wenn ich sage, okay, jetzt in dem Semester möchte ich wieder Physik machen, dann mache ich das halt. Interessiert keinen Menschen, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ja, kann ich machen, wie ich will. Also mal gucken, aber momentan mache ich das erstmal so. Dadurch habe ich zum einen natürlich wieder mehr Zeit gewonnen. Mehr Zeit, um irgendwie auch mal wieder ein bisschen mit mir selber klarzukommen. Zum anderen muss ich sagen, mache ich jetzt genau das, was mich momentan unfassbar interessiert. Ja, also seitdem ich mich dazu entschieden habe, das Physikdingens fallen zu lassen, weil das war mir schon irgendwie so ein Dorn im Auge. Und ich habe mich auch lange gequält mit der Entscheidung, das zu tun oder das nicht zu tun. Das war schon echt eine nicht ganz einfache Sache so. Aber seitdem ich das gemacht habe, bin ich wesentlich glücklicher und zufriedener mit der Sache, kann mich mehr auf die Dinge konzentrieren und vor allem habe ich richtig Ehrgeiz, da richtig auszurasten, die Sprache richtig gut zu lernen. Das ist nämlich echt nicht einfach. Gerade in den höheren Semestern gibt es dann da so Lektürekurse, habe ich gehört, und die sollen auch schön schwere Texte beinhalten und du hast die ganzen Kanji, die du lernen musst. Wir haben jetzt, glaube ich, 50 Stück haben wir gelernt. Dann muss ich auch ein paar noch üben, weil das ist halt auch nicht ganz so einfach, die alle zu lernen. Ist halt eine Auswendiglernerei, aber ich lerne auch viel Vokabeln und so. Also das läuft alles ganz gut, ich bin auch schon relativ weit. Ich bin jetzt in der Mittelstufe angekommen. Also wir sind, das muss man sagen, ich habe einen unfassbaren Vorsprung im Japanisch. Also wir sind gerade bei, in dem Buch sind wir bei Lektion 8. 8 oder, ne, morgen wird 9 und 10 besprochen, glaube ich. Und im ersten Semester kommen wir bis Lektion 17, im zweiten Semester irgendwie bis Paar 30 und im dritten machen wir dann die 50 voll und fangen mit einem neuen Buch an. Und ich habe die 50 schon fertig und bin schon bei Lektion 3 vom Mittelstufenbuch. Also ich bin irgendwie so am Ende, Mitte, Ende, drittes Semester vom Sprachniveau her, vom Kanji-Niveau her nicht, aber vom rein Grammatikniveau her, könnte man so sagen. Also ich habe einen unfassbaren Vorsprung und werde den auch noch weiter ausbauen. Also so geht's natürlich nicht, ne? Ich lege mich da jetzt nicht irgendwie zurück und sag mir, ja, ich chill jetzt mal 3 Jahre oder so. Auf keinen Fall, Freunde. Alles, aber nicht das.
sondern ich werde noch mehr ausrasten. Ihr könnt euch das vorstellen. Wenn ich einmal Ehrgeiz entwickelt habe, das ist wie bei allem, auch bei YouTube, ne? Dann geht es ab. Dann werde ich alles töten. Dann werde ich mich anstrengen wie sonst was und werde durchrennen. Ja, also das ist zum einen die große Sache. Was ich euch damit aber auch sagen will, ist Folgendes. Nachdem ich einen Schluck getrunken habe. Was ich euch damit sagen will, ist, macht das, worauf ihr Lust habt. Also in der Schule, macht die Schule durch, macht euer Abitur, wenn ihr es machen könnt. Und danach macht, was ihr wollt. Das ist eine ganz wichtige Sache. In der Schule hat mich immer aufgeregt, dass ich Inhalte lernen muss, die ich nicht lernen will, die mich nicht interessieren. Jetzt hatte ich mit der Physik, habe ich gedacht, die interessiert mich. Das war, habe aber selbst gar nicht bemerkt, dass das Interesse für Physik nicht mehr so groß ist, wie es einmal war. Und hab mich dadurch im Übrigen, hab dadurch doch wieder was gemacht, was mich gar nicht so interessiert. Und jetzt mache ich wirklich das, was mich interessiert. Auch wenn mich im modernen Japan nicht alles interessiert. Also zum Beispiel, die Kultur interessiert mich schon, aber so Theaterformen oder Lyrik, die es im Japan gab, das interessiert mich jetzt nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gehört aber dazu und dann macht man das eben mit. Das ist auch nicht so schlimm, weil es trotzdem auf eine gewisse Art und Weise immer noch ein bisschen interessant ist. Aber im Grunde, ja, mache ich jetzt das, was mich voll interessiert. Und das macht einfach voll Spaß, kann man sagen. Das macht einfach mega Spaß. Wenn man das macht, was einen interessiert, das macht so viel Spaß. Und ja, da kann man auch richtig abgehen dann und kann im Grunde das machen. Und was den Job angeht, so sage ich mir zum Beispiel, es gibt zwar jetzt nicht die super geilen irgendwie Ausblicke, was modernes Japan angeht, hinterher in Bezug auf den Job. Aber es sei euch eins immer gesagt. Wenn ihr gut in etwas seid, dann könnt ihr aus allem irgendwie einen Job machen und damit Geld verdienen. Ja, und da ich weiß, dass wenn ich mich für eine Sache interessiere und wenn ich mich für eine Sache reinhänge, ich auch gut in der Sache bin. Ja, das heißt, ich gehe davon aus, dass ich in der modernen Japan-Sache da gut sein werde, dass für mich der erste Sprachkurs, die Abschlussklausur kein Problem sein wird und die MRG ist im Grunde nur eine Auswendiglernklausur. Das heißt, das kann sogar jeder Trottel machen. Weil die Fragen, die in der Klausur vorkommen, kennt man vorher schon. Man hat ein halbes Jahr Zeit, um sich die richtigen Antworten rauszusuchen und die auswendig zu lernen, ja. Das sind 50 Fragen, ja. Und wer das nicht hinkriegt, irgendwie, keine Ahnung, dem sei auch nicht geholfen. Und da ich mich für die Sachen interessiere und das auch, also auch durchaus ein bisschen auswendig lernen kann, sollte das auch kein Problem sein. Und generell habe ich voll die Lust, irgendwie auch da so gesellschaftlich ein bisschen zu forschen und so weiter und so fort. Und deswegen würde das, glaube ich, kein Problem für mich sein, da irgendwie was zu finden. Oder besser gesagt, gut zu sein. Und da ich auch ein bisschen Kreativität habe, also so viel schreibe ich mir selbst mal dann zu oder so viel vertraue ich mir selbst oder insofern glaube ich an mich selbst, dass ich auf jeden Fall es hinbekommen werde, ja, dann da irgendwie einen Job zu finden, der mir Spaß macht. Und mit dem man auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ja, ansonsten, Leute, es gibt noch ganz viele Sachen, die ich in den 2 Monaten gemacht habe. Ja, also ich habe viel Tandem gemacht. Wie gesagt, da ist jetzt viel von dem Tandem ist jetzt nicht mehr, weil die mit Leuten, mit denen ich Tandem gemacht habe, die eine, die fährt jetzt bald für zwei oder drei Monate in Urlaub auf jeden Fall. Die anderen, bei denen hat sich was mit der Arbeit geändert, weshalb die keine Zeit mehr haben. Ja, also da ist jetzt auch wieder so ein Einschnitt, aber das habe ich viel Tandem gemacht. Mal gucken, wir müssen neue Tandem-Partner suchen, hier gibt es ja genug, hoffe ich. Und ja, habe also viel Japanisch gemacht, habe viel aber auch so an Einstellungen wieder ein bisschen geändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel eben auch durch diese Physiküberlegungen dann, indem ich mir gedacht habe, ja, irgendwie muss man das machen, was einen interessiert, egal... Ob man da jetzt gute Jobchancen hat oder Aussichten hat oder was das ist. Ne? Dann habe ich gedacht, ja, ein bisschen Mut sollte man auch haben. Das ist auch immer eine ganz wichtige Sache, wie ich finde, dass man eben auch Mut hat, ein bisschen was zu machen. Ne? Dass man nicht aus Angst sagt, okay, ich quäle mich jetzt dann durch die Physik-Sache da, sondern auch sagt, okay, ich höre es jetzt auf, ich mache es nicht mehr. Und das gehört auch immer dazu. Und das sind so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall wieder gelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Die natürlich schon, die man vielleicht auch immer schon so weiß und wo ihr euch sagt, ja, das ist doch voll klar, das so zu machen. Wie willst du das denn? Scheiße, sonst machen. Aber manchmal ist das dann doch nicht ganz so klar und da muss man das eben nochmal ein bisschen lernen.
Syrien, Leute, ihr habt schon wieder Uni-Geschichten. Oh mein Gott, ey. Ich habe euch ja immer die Schulgeschichten erzählt, ne? Aber Uni-Geschichten, das ist auch. Das ist. Aber. Ey, da gibt's Leute, das ist so lustig. Aber ich will nicht zu viel erzählen, weil das ist ja auch ein bisschen gemein, wenn das irgendjemand mal hört von denen oder so, keine Ahnung. Ich habe denen nicht erzählt, dass ich das hier mache, aber naja. man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, es gibt Leute, die habe ich ein bisschen. Also es gibt Leute, die hasse ich schon jetzt, ja. Also es gibt Leute, mit denen habe ich noch nicht mal persönlich gesprochen, aber die haben mir in der Gruppenarbeit schon echt gereicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach so, Gruppenarbeit, ja, das war ja mit das. Das ist auch ein toller Tod. Das ist im Übrigen eine ganz lustige Sache, Leute, ne? Ja, das ist. Was ist das denn jetzt für eine Aktion hier? Da freut man sich, weil man aus der Schule weg ist, ja. Und ich freue mich, ja, keine Gruppenarbeit mehr. Und was ist? Man kommt in das Seminar und das Erste, was sie dir sagen, ist, dass du für deinen scheiß Beteiligungsnachweis eine Gruppenarbeit machen musst. Und ich denke mir, ja, sauber. Wo bin ich denn hier gelandet? Was soll das denn bitte? Ja, also muss ich Gruppenarbeit machen. Aber ich habe sehr, sehr, sehr nette Gruppenarbeitspartner gefunden. Partnerinnen, um genau zu sein. Ich habe keinen einzigen Gruppenarbeitspartner gefunden. Das ist eigentlich echt auch schon wieder lustig. Das ist im Übrigen aber eigentlich echt lustig, denn von, wenn man so mal vergleicht mit den Leuten, mit denen ich jetzt zu tun habe an der Uni, sind im Grunde alles weibliche Personen, bis auf einer. Einer ist männlich. Aber die restlichen Personen sind alle im Grunde weiblich, mit denen ich zu tun habe. Keine Ahnung, warum das so ist. Das ist mir letztens mal so aufgefallen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall lustig. Nee, da habe ich sehr, sehr lustige und nette Personen schon getroffen. Auf jeden Fall, das muss man ganz ehrlich sagen. Naja, aber ansonsten, es gibt eine Menge lustiger Geschichten. Die werde ich vielleicht dann, so nach und nach auch mal erzählen und euch da diverse Einblicke geben. Was ihr natürlich mir jetzt in die Kommentare schreiben könnt noch ist, interessiert euch irgendwas, wollt ihr irgendwas zum Studium wissen, so, ne, ich krieg nämlich immer mal wieder mit, die Leute, also einige von euch sagen, erzähl doch mal was vom Studium, jetzt weiß ich aber nicht, was soll ich euch erzählen, achso, Moment, war man jetzt mit den 2 Monaten eigentlich Abstinenz durch, ja, eigentlich schon, also wie gesagt, ich habe mir auch vorgenommen, das habe ich auch weiterhin vorgenommen, ein bisschen mehr Abstand vom Internet generell so zu nehmen, denn, ich bin der Meinung, also von sozialen Netzwerken, so in dem Sinne mit sozialer Kommunikation. Ich bin der Meinung, man sollte sich lieber im Real Life treffen oder im Real Life kommunizieren, beziehungsweise anrufen oder telefonieren. Was ist das denn? Anrufen oder telefonieren, das finde ich viel besser, muss ich sagen. Also ich habe ja auch, mein Gott, ich bin auch schlecht. Ich habe ja viel auch über Internet und Skype gemacht, aber mittlerweile mag ich das gar nicht mehr so. Es kommt immer drauf an, aber am liebsten spreche ich eigentlich mit Leuten irgendwie so. Normal, muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder man trifft sich oder man telefoniert. Telefonieren ist für mich noch was anderes als Skype, denn wenn ich Skype, hänge ich trotzdem am PC und laufe Gefahr, im Internet nebenbei Dinge zu gucken, zu hören, zu lesen und dann passe ich nicht mehr aufs Gespräch auf und dann ist auch alles hin. Nun gut, ja, ansonsten, was soll ich noch erzählen? Ja, also ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr konkrete Fragen habt zum Studium irgendwie, dann kann ich euch da auch was beantworten, aber so einfach pauschal reden wir über Studium. Außer euch zu sagen, dass es mega viel Spaß macht momentan, ich da sehr drin aufgehe und auch sehr ausraste und immer schön Hausaufgaben mache und noch mehr Japanisch lerne und mittlerweile in der Mittelstufe angekommen bin und die Texte viel schwieriger werden, aber es auch mehr Spaß macht, weil man viel, viel mehr versteht und von Animes auch schon ein bisschen was versteht. Ja. Wenn ihr also konkrete Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare, dann kann ich euch die beantworten. Und ansonsten kann ich euch nur sagen, macht das, was euch Spaß macht, zieht die Schule irgendwie durch und danach steht euch die Welt im Grunde offen. Man braucht nur ein bisschen Mut und einfach machen. Okay, das soll es für den heutigen Part gewesen sein. Ich habe euch im Grunde, im Großen und Ganzen nur erzählt, was meine Physiksache war. Das war aber auch das, was mich am meisten beschäftigt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten habe ich eben viel in der Uni verbracht, habe viel gelernt, habe über viele Dinge noch nachgedacht. Da aber die einzelnen Meinungen werden, auch wenn wir über die philosophischen Themen sprechen, wird das rauskommen, was ich da noch habe. Das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt so vorwegnehmen. Auf jeden Fall
ist rausgehen auch eine gute Sache. Kann ich euch sagen. Ich gehe mittlerweile sehr gerne in der Stadt spazieren. Man kann viele Leute beobachten und das ist sehr spannend. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, Bewerten, Zusehen und Gucken. Ciao. Ach, schon wieder vergessen, wo das ausgeht hier. Moment.